Vielen Dank erstmal an Herrn Dr. Klimpe für die Organisation dieser wunderbaren Tagung, die gestern Abend mit einem Warm-up im Krematorium aufwartete. Also es wird einem viel geboten. Die Druckgrafik hat seit dem Spätmittelalter bis zur Erfindung der Fotografie etwa Ende des 19. Jahrhunderts eine zentrale Rolle bei der Herausbildung einer gemeinsamen europäischen Bildsprache gespielt. Es war eben nicht nur der Buchdruck mit beweglichen Lettern, den Herr Klimpe gestern erwähnt hat, nein, es war meiner Meinung nach in besonderem Maße auch der Bilddruck, der ja über Sprachgrenzen hinaus funktioniert, der die Grundlage für die Herausbildung einer gemeinsamen europäischen kulturellen Identität gespielt hat. Und wie fand das denn statt? Also während die meisten Ölgemälde und Fresken in den Kirchen, Klöstern und Schlössern immer nur einem kleinen Kreis von Betrachtern zugänglich waren, fanden gedruckte Reproduktionen nach diesen Werken von Anfang an ein großes Publikum. Dieser Möglichkeit der weiten Verbreitung des gedruckten Bildes bewusst, widmete Albrecht Dürer einen Großteil seiner Kunstfertigkeit den Medien Kupferstich, wie wir hier sehen, und Holzschnitt. Raphael hatte in seiner Werkstatt in Rom Drucke von Albrecht Dürer aufgehängt, den er sehr verehrte. Dürer war ein Star in Italien, denn er war der erste Künstler in Europa, der nahezu alle seine Werke mit dem berühmten Monogramm AD versah und eben nicht zuletzt deshalb druckgrafische Werke schuf, weil sie sich leicht vervielfältigen ließen, sie leicht zu transportieren waren und bereits im 16. Jahrhundert weit verbreitet wurden. Das war also eine sehr erfolgreiche Marketingstrategie. Raphael wiederum revanchierte sich bei Dürer mit dieser Rödelstudie zweier männlicher Akte, die sich in der Wiener Albertina befindet. Und Dürer selbst notierte auf dieser Zeichnung, dass sie von Raphael stamme, einem Künstler, der vom Papst sehr verehrt werde, und ihm mit diesem Blatt ein handgefertigtes Zeugnis seiner Kunst widme. Jeder Künstler, der etwas auf sich hielt, sammelte Werke anderer Meister und schulte sich an ihnen. Dank digitaler Medien erscheint ein solcher internationaler Austausch von Bildern heute nahezu grenzenlos. Doch handelt es sich keineswegs um ein Phänomen, was jetzt erst in der Gegenwart entstanden sei, sondern seine Wurzeln reichen weit zurück, wie ich gerade gezeigt habe, wenn man auch andere Medien des Austauschs verwendete. Um diese Wirkung der Druckgrafik zu umschreiben, verwendete Abi Warburg den Begriff der Bilderfahrzeuge, den ich im Titel meines Vortrags aufgegriffen hatte. Denn spätestens mit der Renaissance beginnt in Europa dank der Druckgrafik das Zitat Zeitalter internationaler Bilderwanderung. Der Europäische Arbeitskreis Grafik vernetzt, der sich seit 2014 etwa ein- bis zweimal im Jahr regelmäßig trifft, greift diese Tradition auf und macht dank der Digitalisierung zugänglich, was sonst im Verborgenen schlummern würde. Denn all diese Holzschnitte, Kupferstiche, Lithografien, Radierungen, aber auch viele Zeichnungen, Aquarelle und Pastelle sind sehr, sehr empfindlich. Sie müssen in dunklen Kartons aufbewahrt werden, um sie vor schädlichem UV-Licht zu schützen. Und deshalb sind sie nur begrenzt zugänglich. Kaum jemand außerhalb der Expertenkreise weiß von ihrer Existenz und deshalb kommt auch selten jemand auf die Idee, sich in den Studiensälen der Kupferstichkabinette die Originale vorlegen zu lassen. Die Relevanz der grafischen Sammlungen als Orte des Bewahrens und Vermittelns unserer gemeinsamen kulturellen Tradition scheint mehr und mehr zu schwinden. Doch es gibt eben diese Chance der Digitalisierung. Sie ist ein Segen für alle grafischen Kabinette, denn in digitalisierter Form stehen diese Bilder jedermann, jederzeit kostenlos zur Verfügung. Zu den etwa 65 Mitgliedsinstitutionen des Arbeitskreises Grafik vernetzt gehören so bedeutende Häuser wie die Kupferstichkabinette von Berlin, Dresden, der Hamburger Kunsthalle, aber auch die Albertina in Wien, das MAG in Wien, die ETH Zürich, die Zentralbibliothek Zürich und die beiden italienischen Max-Planck-Institute, die Bibliotheca Herziana in Rom, das Kunsthistorische Institut in Florenz und natürlich auch das Herzog
Anton Ulrich Museum, das gemeinsam mit der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel das virtuelle Kupferstichkabinett entwickelt hatte, was für uns ein wesentliches Vorbild war. 24 Sammlungen aus diesem illustren Kreis haben bereits Daten an das Grafikportal geliefert, das vor genau einem Jahr nach 3 Jahren Projektentwicklung freigeschaltet worden ist unter der Adresse grafikportal.org. Das Grafikportal ist eine internationale Verbunddatenbank, in der eben alle grafischen Sammlungen erstmal aus dem deutschsprachigen Teil Europas ihre Bestände an Handzeichnungen und Druckgrafik gemeinsam veröffentlichen. Es wird von meinem Arbeitgeber, dem Deutschen Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte, Bildarchiv Foto Marburg, im Auftrag des Arbeitskreises Grafik vernetzt betrieben. Obwohl mein Vortrag in der Sektion Bilderloses Europa Fragezeichen angesiedelt ist, möchte ich keineswegs den Fokus auf den Mangel an Bildern setzen, sondern vielmehr am Beispiel des Grafikportals aufzeigen, was getan werden kann, um eine erfolgreiche europäische Kooperation umzusetzen. Die Herausforderungen, die uns dabei begegnet sind, die fangen immer da an, wenn man gezwungen ist, Daten aus unterschiedlichen Quellen in einer gemeinsamen Datenbank zusammenzuführen und sie dort nutzerfreundlich aufzubereiten. Als ich im Mai 2014 an das Bildarchiv Foto Marburg kam, lautete eben mein Auftrag, gemeinsam mit der IT-Abteilung dieses Portal aufzubauen. Es gab damals schon den Arbeitskreis Grafik vernetzt, der hatte sich 2011 in einem informellen Treffen zusammengeschlossen. Die Kuratoren tauschten sich untereinander hinsichtlich ihrer Erfahrungen mit der Digitalisierung aus. Und doch traf ich auf eine sehr heterogene Landschaft, denn es gab und gibt in jedem Haus unterschiedliche Software-Systeme. Es gibt jeweils individuelle Regeln, wie denn erfasst werden soll. Und hätten wir diese Daten ungefiltert in unser Portal übernommen, dann hätten wir vor dem Problem gestanden, ganz schlechte Suchergebnisse zu generieren, also weil entweder zu wenige oder die falschen Treffer geliefert worden wären. Und nicht zuletzt hätten wir eine Menge Arbeit damit gehabt, die Daten überhaupt in ein gemeinsames System zu überführen. Kurz was trinken. Was also war zu tun? Wir mussten dafür Sorge tragen, dass sich die Kollegen bereits beim Erfassen einander angleichen und anschließend ihre Daten im selben technischen Format an uns liefern. Und der Wille zur Kooperation und zur Herausbildung gemeinsamer Erfassungsstandards war von Anfang an groß, weil alle ja das Ziel hatten, in dieses Portal zu kommen. Es war ein wesentlicher Motor für diese Entwicklungen. Wie gesagt, wir treffen uns 1 bis 2 Mal im Jahr. Das sind nicht nur die Leiter grafischer Sammlungen, sondern das sind vor allem die Personen, die am Ende vom Tag die Arbeit machen müssen, die sich mit diesen mühseligen Details eines Datenexports auseinandersetzen müssen. Wir treffen uns manchmal auch in kleinen Kreisen, um über aktuelle Fragen zu sprechen und daraus gemeinsame Handlungsanweisungen abzuleiten. Wir hatten ursprünglich damit begonnen, uns einfach mal alle Schreibregeln aus den Häusern schicken zu lassen, haben diese verglichen, versucht, den kleinsten gemeinsamen Nenner herauszukristallisieren. Und das war die Grundlage eines Handbuchs, was wir bei Foto Marburg entwickelt haben. Das wird jetzt in Kürze in überarbeiteter Form unter dem Titel LIDO-Handbuch für die Erfassung und Publikation von Metadaten zu kulturellen Objekten, Band 1 Grafik, publiziert. Was will dieses Handbuch? Also erst einmal LIDO, das ist das technische Format der Daten, die Sie haben müssen, um ins Grafikportal zu dürfen. Also alle müssen die Daten in diesem Format liefern. Und alle müssen sich erstmal mit diesen Grundlagen, mit diesem Handbuch auseinandersetzen. Und das ist wirklich schon sehr erfolgreich, hat das stattgefunden. Und wir erreichen damit mehrere Ziele. Erstens werden sich die Kunsthistoriker und Museologen bereits bei der Erfassung darüber bewusst, dass sie ihre Daten im Kontext der Daten aus anderen Häusern publizieren werden. Und das führt zu einer größeren Disziplin bei dem Aufteilen der Informationen auf die einzelnen Datenfelder. Denn je einheitlicher, detaillierter und logischer die Informationen organisiert werden, desto eher lassen sich ja gute Suchanfragen generieren.
zum anderen führt die Anwendung des Handbuchs zu einem gemeinsamen Vokabular. Nämlich heute wäre die Situation noch die, dass der eine chiaroscuro schreibt, der andere clair-obscur, der dritte hell-dunkel-Schnitt. Und wenn jeder die Daten mit dieser Terminologie liefert, dann würde der Suchende eben immer nur einen Teil der Treffer finden. Also müssen im Hintergrund immer Verweise auf sogenannte internationale Normdateien geliefert werden. Das habe ich hier nur an einem Beispiel kurz illustriert. Das Handbuch funktioniert wie eine Brücke zwischen der Perspektive der Erfasser und der Perspektive der Datenbankadministratoren. Denn jede Fachdisziplin neigt dazu, ihre eigene Perspektive in den Vordergrund zu rücken. Und es haben sich unterschiedliche Arten herausgebildet, über denselben Sachverhalt zu sprechen. Also was für den Kunsthistoriker zum Beispiel die Art der Zuschreibung ist, das ist für den IT-Spezialisten ein Attribution Qualifier. Und wir versuchen, diese beiden Perspektiven zusammenzubringen, und das funktioniert ganz schlicht über die Struktur dieses Handbuchs, weil eben beides formal zusammengeführt wird. Denn gerade bei der Druckgrafik ist es offensichtlich, wenn in einer Sammlung ein bestimmtes Exemplar eines Kupferstichs von Albrecht Dürer vorkommt, so will der Nutzer doch wissen, welche anderen Sammlungen Abzüge von genau derselben Druckplatte haben. Wir müssen das in einem Suchergebnis also zusammenführen. Wir haben dabei viel von den Bibliotheken gelernt, für die gemeinsame Erfassungsrichtlinien selbstverständlich sind. Aber nicht nur bei der Druckgrafik, auch bei unikalen Werken ist es durchaus wertvoll, sich hinsichtlich der Erfassung auszutauschen, weil wir nur dann den entscheidenden Mehrwert sammlungsübergreifender Portale realisieren können, nämlich den, das einzelne Blatt in einen größeren Kontext einzuordnen. Erneut komme ich dabei auf eine Idee von Abi Warburg zurück, der nämlich im Rahmen der Ordnung seiner umfangreichen Bibliothek das Prinzip der guten Nachbarschaft anwendete. Dabei sollte man Gelegenheit haben, durch die Bibliothek zu schlendern und Beziehungen zu entdecken, die vielleicht nicht auf den ersten Blick offensichtlich sind, aber zu neuen Erkenntnissen führen können. Und auch ein Portal sollte natürlich nicht nur das zutage fördern, wonach der Nutzer explizit gesucht hat, sondern es sollte zu Entdeckungen einladen, indem es auf verwandte Werke hinweist. Das haben wir im Grafikportal bereits realisiert. Ich zeige hier nur ein Beispiel. Das ist eine Zeichnung von Albrecht Dürer nach einem Kupferstich von Andrea Mantegna. Der Kupferstich oder ein Exemplar dieses Kupferstichs befindet sich in Dresden und ich kann mich dann hier dahin klicken. Noch werden Sie sehr wenige Beispiele für solche sichtbaren Verwandtschaften finden. Wir haben zwar die technische Infrastruktur geschaffen, aber die Regeln dafür müssen ja erst in den Sammlungen angewendet werden beim Erfassen der Objekte. Das betrifft zum einen die Terminologie. Also, was ist genau der Unterschied zwischen einer Skizze, einer Studie, einer vorbereitenden Zeichnung? Wie lassen sich diese Terme definieren und dann eben verwenden als Relationsterme zwischen Datenbanken? Dann betrifft es andererseits die Regeln für die Struktur einer Datenbank. Also das ist ziemlich abstrakt, die Regel, wie Informationen innerhalb einer Datenbank verknüpft werden können. Wir haben dafür am Bildarchiv Foto Marburg verschiedene Referenzmodelle angewendet, unter anderem das CDOC-CRM und auch Ferber-OO. Ich will da jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Das ist ein langwieriger Prozess, der uns noch eine ganze Weile beschäftigen wird. Wir haben im November dazu ein nächstes Treffen. Aber es gibt noch andere, ach hier noch ein kurzes Beispiel für eine Relation, die funktionieren nicht nur innerhalb des Grafikportals, sondern auch nach außen. Ich habe hier mal oben eingeblendet einen Screenshot aus dem Metropolitan Museum, was das fertige Ölgemälde von Max Liebermann zeigt, für das eine Vorzeichnung aus dem Wallraf-Richartz-Museum sich im Grafikportal befindet. Also es ist absolut gedacht, dieses Grafikportal wie so ein Wegweiser zu funktionieren in alle Richtungen. Doch möchte ich jetzt abschließend noch auf drei offene Punkte aufmerksam machen, die uns noch weiter beschäftigen werden. Wir haben mal die Nutzung des Grafikportals analysiert. Alles, was in der Weltkarte blau ist, sind Länder, in denen das Grafikportal bereits angeklickt worden ist. Also die Nutzung ist glücklicherweise weltweit. Aber
das Portal funktioniert mit Stand heute nur für deutschsprachige Daten. Das ist natürlich ein großes Desiderat. Wir arbeiten gerade mit einer Datenlieferung aus dem Rijksmuseum Amsterdam und versuchen, die Probleme zu lösen, die sich ergeben, wenn man mit fremdsprachigen Daten arbeitet. Eventuell wäre eines Tages auch denkbar, eine rein bildbasierte Suche zu ergänzen. Ein zweiter offener Punkt ist der, wie gehen wir mit unterschiedlichen Forschungsständen um? Ich habe hier mal ein Beispiel herausgegriffen. Sie sehen auf der linken Seite einen Screenshot von den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, einer wunderbaren Zeichnung von Andrea del Verrocchio. Zu demselben Werk gibt es einen Datensatz in der Deutschen Fotothek in Dresden, da ist es noch Lorenzo di Credi. So, wie will jetzt der Nutzer wissen, wer jetzt Recht hat? Also wir müssen dafür auch im Grafikportal Strukturen schaffen, dass klar ist, auf welchen Forschungsstand beziehen wir uns hier. Wie gehen wir damit um, wenn unterschiedliche Forscher zum selben Sachverhalt unterschiedliche Meinungen haben? Also dafür müssen wir noch Strukturen schaffen. Und mein letzter offener Punkt ist der, der vielleicht ganz gut zum Thema dieser Sammlung passt. Leider ist mit sehr wenigen Ausnahmen wie Max Beckmann kaum etwas aus dem Bereich der klassischen Moderne oder der Gegenwartskunst im Grafikportal zu finden. Und das hat natürlich rechtliche Ursachen. Wir haben keinen allgemeinen Rahmenvertrag mit der VG Bildkunst und die Sammlungen, die gehen erstmal auf Nummer sicher und schicken nur Abbildungen gemeinfreier Werke. Ich komme zum Schluss. Trotz dieser noch offenen Punkte bin ich mir aufgrund des bereits Erreichten sicher, dass wir im Bereich der Zeichnung und Druckgrafik weit entfernt von einem bilderlosen Europa sind. Vielmehr gestalten wir durch die enge Kooperation der in den einzelnen Sammlungen beschäftigten Personen und deren Bereitschaft, uns mit ihrem Know-how zu unterstützen und sich von Anfang an auf gemeinsame Standards der Objektbeschreibung und Datenstruktur zu einigen. Damit schaffen wir die Voraussetzungen für einen lebendigen Austausch von Bildern. Durch die nur in einem sammlungsübergreifenden Portal gegebenen Möglichkeiten, das einzelne Werk virtuell in eine Vielzahl von Beziehungen zu verwandten Werken zu bringen, ergeben sich für die kunsthistorische Forschung zahlreiche neue Ausgangspunkte. Doch geht es nicht nur darum, Daten zu vernetzen, sondern es müssen Menschen hinter gemeinsamen Zielen stehen und Formen finden, sich kontinuierlich auszutauschen und zu kooperieren. Das Grafikportal wäre nicht denkbar ohne die vielen gemeinsamen Anstrengungen der Mitarbeiter europäischer grafischer Sammlungen. Nur in Europa gibt es ein derart dichtes Netz an hochkarätigen grafischen Sammlungen, die diese Idee von Anfang an mitgetragen haben. Und deshalb war es auch nur hier möglich, den ersten internationalen Verbundkatalog grafischer Sammlungen zu realisieren. Und ich persönlich habe in diesem Projekt ausgezeichnete Erfahrungen mit europäischer guter Nachbarschaft machen dürfen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.